Also ein herzliches, ja, schönen Nachmittag heute hier, auch so ein bisschen in meiner Heimat. Ich lebe seit mehr als 30 Jahren in Großmuggel. Und dieser Umzug nach Großmuggel ist in Wirklichkeit auch mein Einstieg in die Zukunft gewesen, sozusagen. Darf man auch dazu sagen, in einem sozialdemokratischen Haushalt aufgewachsen, bin in der Zeit Bruno Kreisky sozialisiert worden, wenn man so will. Und da war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt politisch kein allzu großer Handlungsbedarf. Ich war so irgendwie der Meinung, es rennt eh alles in Ordnung. Dann bin ich nach Großmuggel gezogen, habe in Wien gearbeitet, habe ihn gebändelt und habe 1984 meine älteste Tochter bekommen. Und wir wohnen so, damals war es noch wirklich am Ortsrand von Großmuggel, hat sich in der Zwischenzeit verändert. Und kurz darauf habe ich Zwillinge bekommen, die in der Zwischenzeit auch schon 30 Jahre alt sind. Und bin da mit meinem Zwillingswagerl und meiner knapp 2 Jahre alten Tochter von daheim heute halt in die Ortschaft einkaufen gegangen etc. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat es in Sierndorf noch einen großen Schlachtbetrieb gegeben, hat es eine große Baufirma gegeben. Das heißt, da sind die Lkw in die kleine Ringendorfer Straße hineingerast wie die Irren. Und wir hatten damals auch als Projekt in Großmuggel ein neues Siedlungsgebiet. Und da war es für mich irgendwie unverständlich, dass ich mich jedes Mal mit meinen Kindern da auf die Böschung hinaufretten musste, wenn die Lkw daherkommen sind. Und ich bin halt dann irgendwann einmal aufs Gemeindeamt gegangen und habe gesagt, ist eigentlich geplant in der Ringendorfer Straße und da oben in dem neuen Zukunftsgebiet, nämlich dort auf den neuen Baugründen, ja, in den neuen Baugründen, dass wir dann Gehsteig kriegen. Und die erste Reaktion war, wir brauchen keinen Gehsteig. Gut, damit war das Thema so ein bisschen abgetan. Und da hat für mich angefangen, Zukunft, da geht es jetzt nicht nur um mich, das ist nicht nur was ganz Persönliches, da geht es nicht nur um meine Kinder, die nehme ich dann halt zwar sehr wichtig, aber da geht es eigentlich um ein ganzes Projekt, wo junge Leute einziehen werden und was meistens auch so ist in einer Ortschaft, dort wo die Leute gewohnt haben, das waren schon ältere Leute und die können auch nicht immer so wendig irgendwo da auf die Böschung aufspringen. Das heißt, ich habe einen Zettel genommen und bin von Haus zu Haus gegangen, nicht nur in der Ringendorfer Straße, sondern in der ganzen Gemeinde, dann auch in den Katastralgemeinden und habe etwas erlebt, auf das ich heute noch sehr stolz bin und mich bei den Großmugglern auch heute noch bedanken will, nämlich Solidarität mit Anliegen, die einen eigentlich persönlich nicht betreffen, weil den Nurschern kann es wurscht sein, ob wir in Muggel einen Gehsteig haben. Denen war es aber nicht egal. Und das war für mich dann eigentlich der Ansporn, zu sagen, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, wenn man gute Argumente hat, wenn einem was wert ist, kann man was bewegen. Ich habe dann für den Gemeinderat kandidiert, war 16 Jahre im Gemeinderat, bin dann in den Landtag gekommen in Niederösterreich, war Landesrätin für Naturschutz und Gesundheit und der Bereich hat dann bald aufgezeigt, dass wir vieles zwar in der Gemeinde nämlich selber lösen können wie Gehsteige, dass wir vieles auf Landesebene gemeinsam lösen können, auf nationaler Ebene, aber gerade in Umweltfragen, da geht es auch um die Zukunft der Kinder, da geht es um die Zukunft des Planeten, da müssen wir zusammenarbeiten. Und darum war es mir eine ganz große Freude, wie ich dann die Möglichkeit gehabt habe, für das Europäische Parlament zu kandidieren und auch gewählt wurde, weil ich dann endlich das, was ich mir immer gesagt habe, nicht motschkern, sondern was tun, auch auf der Ebene machen konnte. Und mir ist heute so wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Nur wenn wir gemeinsam aus ganz unterschiedlichen Beweggründen, aus ganz unterschiedlichen Herkunftsorten, gesellschaftlich unterschiedlich, an gemeinsamen Projekten, und die Zukunft ist das größte Projekt, was wir haben, gemeinsam gestalten, dann kann da auch etwas weitergehen, wovon wir alle im Endeffekt profitieren. Weil die große Gefahr, wenn man halt sich immer nur im selben Grätzl bewegt, sei das politisch, sei das jetzt wirklich geopolitisch, regional gemeint, ist die Gefahr, dass man nach kurzer Zeit glaubt, man weiß eh schon alles. Weil alles das, was du in dem kleinen Kreis hörst, hörst du dann immer wieder bestätigt. Das heißt, wichtig ist, unterschiedliche Positionen zu selben oder ähnlichen Themen zu kriegen, dass aus diesen vielen kleinen, bunten Puzzlesteinen, Mosaiksteinen ein großes, gesamtes Bild entsteht. Und nämlich nicht nur neues Lernen, sondern auch bewährtes Lernen. Ich glaube, dieser Austausch von Best Practices, wie es heißt, dass ich sage, ich habe da und dort die Erfahrung gemacht, aber auch der Austausch, das Wissen, wir haben den Fehler gemacht, macht es nicht dasselbe auch nur einmal, das sind vergeudete Ressourcen. Ich glaube, das ist so wichtig am Austausch. Und was ich auch noch sagen will, bevor meine 7 Minuten dann aus sind,
was mir ganz wichtig ist auf europäischer Ebene, und das vielleicht unterstreicht es der Ottmar und dann die Ulrike auch noch. Wir haben natürlich unsere Absender, das sind unsere politischen Familien, das ist unsere politische Haltung, die sind in manchen Punkten sehr weit auseinander. Das sind geografische Absender, die einen kommen heute aus Österreich und die anderen kommen aus Schweden, die dritten aus Italien. Aber wir bemühen uns ganz, ganz ernsthaft, immer gemeinsame Lösungen über Parteigrenzen, über regionale Grenzen hinweg zu erreichen. Das sind viele, viele Stunden Diskussion und am Ende, in der Regel, hat sich keiner 100% durchgesetzt. Und dann ist es halt etwas, was oft kritisiert wird, wenn man sagt, ja, der hat sich wieder nicht durchgesetzt und deshalb ist nicht durchgebracht und das ist wieder verwassert worden. Aber den Anspruch, den wir üblicherweise setzen, ist dieses gemeinsame, den gemeinsamen europäischen Mehrwert. Es wird nicht immer Österreich der Sieger sein können. Es wird auch manches Mal Punkte geben, wo man sagt, okay, da haben wir in Österreich eigentlich eh schon eine gute Lösung gehabt, warum muss man da jetzt irgendwas ändern? Aber manche Dinge, wenn wir sie gemeinsam angehen wollen, und gerade in der Umweltpolitik geht es halt nur so, dann muss man auch manches Mal zurückstecken und sagen, okay, wir sind nicht in allen Bereichen die Erfinder. Und dafür bin ich deinen Kolleginnen in der Fraktion dankbar, dass diese Zusammenarbeit und vor allem auch der Ulrike, unsere Vizepräsidentin im Europäischen Parlament, Ottmar war schon Vizepräsident, lauter Vizepräsidenten, also können wir stolz sein. Das ist auch etwas, was ich vielleicht sagen will, das wird oft vergessen, weil es heute auch schon ein bisschen so durchgegangen ist. Auf europäischer Ebene haben auch die Schrebergartenzwerge viel mitzusprechen, wenn sie sich engagieren, wenn sie sich einbringen und wenn sie diskussions- und kompromissbereit sind. Danke, alles Gute für die Zukunft.